Holly, you're out of paper towels and... Hallo. Saved your beer. Saved your beer for you. Holly wanted to clear it, but I said no. You'll be back. Now here you are. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. I'm not sure I believe you. That makes two of us. Well, Woody, that makes two of us. You're in luck. I decided to switch seats. I just want to talk. Don't fuck with me. Last fella put his hand on me. Ended up with an axe in his head. Last fella I put my hand on ended up in the ground. Der sieht aber böse aus. It's okay, Grim. Hat er kein Auge mehr? Oder so ein weißes Auge. Der ist aber auch sehr verdächtig, der Typ. It's funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah, well, everyone knows you. A big bad wolf. No, I'm the bad guy and you're a sheriff. Kind of fucking... Du weißt, warum ich hier bin? Huh? Come on, Woody. You know why I'm here. You want to know what happened? Amongst other things, sure. It's funny. The shit you're willing to do for money. I'd walked past her place for weeks. She didn't look like it. She had money. I was sure of it. She wouldn't put up any kind of fight. I was gonna rob her. And the night I finally get up the nerve to do it, there you are, fucking things up for me. You were just in the wrong place at the wrong time. Worüber redet der bitte? There to save her. So this was a robbery? So, you were planning on robbing her? Yeah, her and her grandma. Grandma? Wait, what are you talking about? Red Riding Hood, her grandmother. I was there to rob them. But when I showed up, you were already there, lying in the bed. I only saved her because I thought she might give me a reward. But she didn't give me shit. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. I played along as I could. Only thing I managed to get from I already know this story. Ja, denke ich schon. Also direkt Fragen mit dem Töten. I already know this story, Woody. You should. You were there. I'm not talking about Red Riding Hood. I'm here about Faith. She was murdered. What? Faith? Who's that? The girl you were beaten on this morning. No. No. No, no, no. I was here. I swear. It doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. She's dead? Bigby, listen, I'm a piece of shit, okay? I know that. I hit that girl. I did. I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right? They're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. You see? Bigby, please. You can't. They'll throw me down the witching well. That's what they'll do. And I didn't do it. You know that. Hey, stop! This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody! Shit ain't just about you. It's about this fucking lapdog. Only comes sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, Bigby? Lapdog? Really? Holly's sister goes missing. No one gives two shits about her. Paperwork, waiting rooms, and that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. Don't call her like that. I wouldn't call her that. It's happened before, and it doesn't end well.
I didn't realize you were the bitch of the bitch. Zack. Penna. That all you got? Seemed to be enough. Don't be so sure. Okay. What? Oh, good. Was ist das denn? Should have walked out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the lady. Don't worry about me. What? Alter, was geht denn jetzt hier ab? Die mögen mich alle nicht. Alter. Aua. Aua. Uncool. Was ist das denn für ein Vieh? Ins Auge. Oh. Das macht ja nicht so viel. Ha. Huh. Ich glaube, wir sollten irgendwas machen. Was ist das? Was? Achso. Ah. Aua. Okay. Ja. Könnte schmerzend sein. Aha. Oh, ich glaube, er wird langsam zum Wölfchen. Oh, oh, er wird langsam böse. Wow, und stark. Was? Alter. Der hat, glaube ich, relativ starke Krallen. Ha! Ha! Und noch den Köh ins Gesicht. In den Rücken. Oh! Great, ich auf den Sack. Tja. Finde ich nicht. Yeah! Penner! Keiner verarscht mich hier. I'm the lapdog, huh? Here, fetch. Penner. You fucking monster! Nee, 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 nee. Der hat angefangen. Whisky. Double. Ich glaube, der ist sauer. Nice. So, you didn't see any of this. Pay for the drink. Send the bill to Crane. Shit. It's not like you were gonna pay for it anyway. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Why didn't it, Bill? It will be worse. Yeah. If you run. It'll be worse. Trust me. All right. I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named... Fuck. Hallöchen. Wir waren doch gerade in so guter Laune. Ha, hinter wem rennen wir jetzt her?
Ich glaube eher, wir rennen dem Fetten hinterher. Scheiß auf den Woodsman, obwohl der hat auch irgendwas zu sagen. Aber ich will den trotzdem wissen. Hier, zack. Fuck, man. That's not necessary. Nein, er hat mir erst einen gegeben. Shit. He's the one you want, not me. Your brother won't be saving you this time. Come on. You're under arrest. I told you I didn't do it. And you got nothing to worry about. Ja, die wissen beide was. Die waren es beide nicht, aber ja. Woody haben wir es ja schon gegeben. Oh, was ist jetzt passiert? Warum ist hier bei Polizei? Do anything stupid and I'll throw you down the witching well myself. Wer ist denn jetzt wieder verreckt? Glass Slipper Shoes? Oh oh. Das ist das Biest. Ist the Beauty tot? Okay. Oder sehen die jetzt gerade den Kopf? Oder Schneewittchen? Fuck. The fuck. We had something very special. Fuck. Where's your brother? Fuck you. Give me one good reason I should tell you anything. Serial killer. Oh, oh my. A serial killer? Oh God, and it's one of us. Wait, the woodsman's still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. I found out where she's been staying. I know she's here. You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks for not saying anything. Doesn't matter. Maybe you just want to punish someone. We can arrange that. What did you do? Friend on friend. At the end of the end. Jesus Christ, Bigby. Is that you? The Wolf Among Us, Episode 2, Smoke and Mirror. Alter Vater, was eine geile, was ein geiles Game, was eine geile Story, krass, hätte ich nicht erwartet, mega gut. Okay, gucken wir uns jetzt erstmal an, was wir so gemacht haben. Did you give Faith your money? 90% haben das gegeben, nice. Did you tell Beast the truth about Beauty? 64% haben den auch angelogen. Okay, krass. Where did you decide to go first? Krass, 83% wollten lieber erst dem Toad helfen. Ja, der Frosch ist auch cool, eigentlich, wenn er uns nicht die ganze Zeit verarschen würde. What happened to Prince Lawrence? You did not prevent Prince Lawrence's death. Ach, krass, das geht. Das ist natürlich doof. Who is your prime suspect? Lol, wer ist denn das? 14, you and 14,8% of players pointed their finger at the Tweedles. Ich kenn den nicht und ich kenn den nicht. What the fuck is... Wer ist das? Who did you arrest? Okay, 67% haben auch Tweedledee. Tweedledum und Tweedledee. Wer ist das? Kenn ich auch nicht. Join the discussion now.
visit the official The Wolf Among Us community pages auf www.telltalegames.com. Cool. Ja. Nice story. Muss man so mal sagen. Muss man halt mal wirklich so sagen. Richtig cool. Hätte ich nicht erwartet. Telltale Games kann tatsächlich richtig gute Geschichten schreiben. Ich will jetzt direkt wissen, wie es weitergeht. Aber es geht nicht. Alter, was? Das waren echt... In den 2 Stunden, krasse Wendung. Nice, nice, nice. Ja, da freue ich mich doch mal direkt auf die nächste. Alter. Puh. Ja. Wie gesagt, The Walking Dead war klasse. Und The Wolf Among Us ist, ja, ich würde sagen, genauso klasse. Das hat schon eine Menge Wendungen gehabt und ist auch genauso vom Gameplay her, wie es mir echt gut gefällt. Ich kann wirklich nur positives Fazit ziehen von dem Spiel. Mir fällt echt nichts was mich stört. Vielleicht, okay, manchmal muss ich sagen, wenn das Englische nicht perfekt mächtig ist oder sowas, wird nicht immer alles hundertprozentig verstehen. Vor allem auch die Entscheidungen sind manchmal echt ein bisschen krass im Englischen, weil, ja, man muss halt schon, man hat halt wenig Zeit zu überlegen, und selbst im Deutschen wäre das wahrscheinlich schon schwer, aber dann auch noch im Englisch dann erstmal zu verstehen, zu übersetzen, zu lesen und dann auch noch zu entscheiden, das ist halt manchmal ein bisschen schwer, aber gut, das ist halt so. Damit muss man klarkommen. Eigentlich finde ich das auch ganz cool. Kann man echt noch ein bisschen mehr Englisch verstehen und verstehen lernen und wie auch immer. Ja, was soll man echt sagen? Das war echt ein cooles Spiel und ich freue mich richtig, euch dann die nächste Episode zeigen zu können. Mal gucken, wann das wird. Ich hoffe, das kommt bald. Und irgendwann müsste ja eigentlich auch dann The Walking Dead Episode 2 erscheinen. Beziehungsweise nicht Episode 2, sondern Season 2. Bin ich ja mal gespannt. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde sagen, haut rein. Und ja, wir sehen uns dann entweder in Amnesia, denke ich noch. Das wird immer noch laufen, weiß ich nicht, so parallel. Oder wir sehen uns dann bei Batman Origins. Haut rein, Leute. Tschüss.